Da sind wir wieder in einer weiteren Folge Maneater. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten in der letzten Folge besprochen, dass. Oh, okay, da sind aber noch ganz schön viele Fragezeichen. Dass wir jetzt eigentlich in alle Maps rein können, bis auf die letzte. Weil wir sind jetzt hier in Sapphire Bay, würde ich aber mal sagen. Wir konnten jetzt in den Golf easy. Über den Golf können wir hier rein und da rein. Und dann fehlt uns tatsächlich nur noch Crawfish Bay, wo unsere Mom damals gekillt wurde. Ich wollte ausprobieren, ob wir hier vielleicht darüber rein können. Das ist jetzt ziemlich cool. Ansonsten gehen wir erstmal auf die anderen Maps und gucken uns das auch erstmal an. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal. Also wir können, ich würde einfach mal sagen, wir schwimmen so ein bisschen am Strand entlang. Mahi Mahi, was ist das denn? Also die Robben sind ziemlich cool, weil die bringen ziemlich viel und oh. Weißer Hai, Freunde, ich wusste es. Das ist nice. Das sind die Gegner, die ich mir gewünscht habe. Welches Level sind wir denn überhaupt? Müsste ich jetzt auch nochmal gleich gucken. Ich glaube, wir sind Level 14, ne? Da komm schon. Behindert, du dreckiger Schwertverschmutzer. Das ist nervig. Wir sind Level 14. Sollen wir wirklich gegen den antreten? Schon. Der ist da ganz ruhig rumgeschwommen. Das ist absolut sein Revier. Und wir kommen da jetzt hin und nerven den. Das stelle ich mir auf jeden Fall jetzt nicht so cool vor, wenn findet der. Wo ist er denn? Wir haben auf jeden Fall wieder Hammerhaie. Was ist er hier? Weißer Hai? Nee, bestimmt nicht. Hammerhai auch ein Hammerhai. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal die Hammerhaie hier. Den nächsten. Aua. Das hätte fast richtig cool ausgesehen. Mach dich mal vom Acker. Überhaupt hin. Den weißen Hai noch killen, ne? Aber das wäre schon ziemlich gewagt. Oh nein! Wie cool ist das denn? Ein Pottwal! Das ist ja der Hammer! Damit hätte ich nicht gerechnet. Boah, ich finde das Game gerade so, so nice, ne? Aber der Pottwal ist Level 45. Ich weiß nicht, ob wir den. Entschuldigung, was nervt du hier schon wieder? Das ist ja unglaublich, dieser Drecks-Merlin-Müll. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Jetzt kommt der Pottwal, der Pottwal, der Pottwal. Das ist wie der Endgegner. Ich glaube, wir sollten aber nur ganz schnell düsen. Ganz schnell weg hier, mit Level 45. Obwohl, wir haben ihm schon ein bisschen Damage gemacht. Wir können es mal probieren. Ich kann es mal probieren. Es ist bekannt, dass Pottwale schätzungsweise ein bis zwei Riesenkalamare pro Runde fressen. Ey, der ist so fett, der Typ. Holy shit. Das werden wir niemals schaffen. Wir jetzt schon wieder nur noch Hälfte leben. Wie schnell der auch kommt! Der ist so schnell! Oh mein Gott, wir haben jetzt hier echt ein Problem. Ist einfach richtig auf uns abgesehen. Yo! Schwimm weg!
war das jetzt gerade? Was kann ein weißer Hai? Ne, ein Marlin schon wieder. Okay, easy. Wo ist der Pottwal? Da hinten ist der Pottwal. Der verfolgt uns immer noch. Und da ist, glaube ich, noch ein weißer Hai. Ne, ist das ein Orca? Okay. Alles klar, oh gut. Levelaufstieg. Jetzt machen wir den Orca, den Pottwal hier platt. Let's go. Oder auch doch nicht. Ganz schnell wieder zurück. Hallo. Wir legen uns hier gerade ein bisschen sehr viel an, werde ich glaube ich behaupten. Bisschen sehr mutig gerade. Wo ist er denn, der Pottwal? Das ist auf jeden Fall der Hammer. Also es gibt hier Orcas, weiße Haie, Pottwale. Und Pottwale sind wohl ziemlich krass, übertrieben gut. Der Hammerhai. Die Hammerhaie sind actually nicht so krass. Das dachte ich am Anfang, dass die deutlich schwieriger zu killen sind. Aber das geht ja eigentlich tatsächlich. Ich würde gerne wissen, wie viel. Wir bekommen ja immer unten hier Punkte. Ich würde actually gerne wissen, wie viele Punkte wir kriegen, wenn wir den Pottwal killen. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, jetzt schwimm doch mal los. Auch immer so ewig. Ja, was ist das? Weißer Hai. Wir gehen jetzt auf den weißen Hai. Let's go. Ja, wir sind doch auch Level 15. Das ist doch ungefähr gleich wie wir. Jo, aber deutlich besser. Deutlich besser. Deutlich besser. Warum ist der so viel deutlich besser? Kann doch gar nicht sein. Wir sind doch auch ein weißer Hai, oder nicht? Na. Ich glaube, er weiß es noch nicht so ganz. So ein bisschen Land gewinnen hier. Vielleicht mal ab und zu eine Robbe wegmachen. Für ein bisschen mehr Leben. Jawohl, dann können wir wieder drauf gehen. Full Life sollten wir den jetzt, glaube ich, eigentlich machen. Boah, das ist so bad. Ist auf jeden Fall gerade irgendwo reingeschwommen. Komm mit seinem Treffer. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Aber wir haben nur 118 gelbe Dinge dazu. Das ist ein wenig, oder? Nicht? I don't know. Hey, hier sind noch so viele Fragezeichen. Krass. Ist das gerade der nächste? Nee, da sehe ich mich jetzt noch nicht, oder? Oder? Sollen wir? Ja, wir sollten vielleicht mal ein bisschen gucken, wie wir die anfangen können zu. Die Falken. Und wir wissen, wie wir den bekämpfen müssen. Bisher gesehen, wie sich weiße Haie paaren. Vielleicht haben wir Glück, wenn wir lange warten. Jetzt haben wir Frau. Er ist schon deutlich verletzt. Dann hat er einen mitgegeben. Dann gehen wir da noch mal mit. Also, da muss ich gerade sagen, das war ziemlich. Das war jetzt ziemlich cool. Das war ziemlich. Easy, würde ich fast behaupten. Da finde ich die hier wieder nerviger, deutlich nerviger, weil die so schwierig sind zu fassen. Wir haben der Robbe wieder Leben abgezogen damit. Ist das wild. Das sind Orcas, Orcas. Ach, jetzt komm, nerv da nicht, du bist doch eh schon nicht tot. So. Entschuldigung. Also beim Pottwal war ich mir ziemlich sicher,
Das wird noch gehen, weil der kann ja nicht so aggressiv werden und so und richtig böse. Und der Orca, glaube ich, wiederum sehr, also schon. Deswegen würde ich den jetzt eher ungern fighten. Machen wir auch nicht. Wäre, glaube ich, ziemlich dumm. Ah, diese komische Mahi-Hahi. Spatenfisch. Okay. Wir sind auf jeden Fall Level 15. Das ist auch sehr cool. Ich bin echt gespannt, ob es hier noch andere Tiere gibt. Das ist wirklich cool. Gemacht. Schauen wir mal. Aber das Meer ist auf jeden Fall der Hammer. Der gefräßige Zackenbarsch frisst Fische, Tintenfische und Krebstiere. Tintenfische gibt es auch noch, okay. Bin sehr gespannt. So, was ist das? Wieder ein Orca, denke ich mal. Jawohl. Ich sehe mich eigentlich noch nicht mit dem Orca kämpfen. Also, ich glaube, der wird uns schon ziemlich fertig machen. Da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Den Marco können wir nochmal machen. So ein Ausweichheim. Das ist nervig. Der ist viel schlimmer und viel schwieriger zu bekämpfen als die Hammerhaie. Weil er einfach die ganze Zeit am Ausweichen ist. Schlimm. So, Hammerhai, der chillt da ein bisschen. Haben wir auch noch fertig. Die Hammerhaie muss man actually immer einfach nur passen. Einfach immer nur mit der Flosse schlagen. Let's go. Und einmal weiter. Wir wollten da hinten hin. Wir haben 1% erst. Gut, okay, wir haben auch tatsächlich eigentlich noch nicht so viel gemacht. Ich würde tatsächlich noch mal gerne hier hin. Hier sind nämlich noch mehr Hammerhaie. Und vielleicht gibt es hier auch noch größere Tiere. Obwohl der Pottwal wird wahrscheinlich schon so mit unter anderem das größte sein, was es gibt. So, weg mit dir. Wieder weiter angreift. Aua. Da ist der Orca schon wieder, da ist der Orca. Oh, ich will es eigentlich wirklich ungern probieren. Ah, egal, wir gehen da mal rein. Schauen wir mal. Nee, nee, mach. Jo, da sind zwei! Jetzt aber ganz schnell weg. Jetzt aber ganz schnell weg. Da sind zwei. Da bin ich direkt raus. Luxury Leisure Groups hat auf den Anstieg des Meeresspiegels mit dem Import von 285.000 Tonnen Sand reagiert. Tendenz steigt. Puh, Alter. Das war gerade ein bisschen sehr intens. Also... Das geht tatsächlich. Wo schwimmen wir denn jetzt eigentlich hin? Hm, okay, wollen wir da überhaupt hin? Nee. Ich würde trotzdem gerne gucken, ob wir immer noch... Was ist denn das? Caviar Key beinhaltet Painted Sails. Ein 5-Sterne-Resort, das über den Überresten von Tunimacha errichtet wurde. Einer präkolumbianischen Stadt, die einst die fortschrittlichste Zivilisation des alten Amerikas beherbergte. Das ist ja lustig hier. Ist ja ziemlich wild. Ja, bevor der mich jetzt angreift, greifen wir lieber an. Das ist so ein Kumpel.
Das ist so nice, wenn man die ineinander schleudern kann. Das ist ja der Hammer, wirklich. Jetzt haben wir noch einen hier. Jetzt sind hier noch einige, oder was? Oh, das ist hier der Pottwal. Da ist hier der Pottwal, mit dem habe ich gar keinen Bock gerade. Wo ist er? Der Pottwal? Hallo? Mr. Pottwal? Nein, doch, keine Lust mehr? Okay. Ja, ist schon irgendwie auch gruselig, ne? Hier so am Grund des Meeres lang zu tauchen. In eigentlich für uns Menschen in völliger Dunkelheit. Da ist der Pottwal. Sollen wir auf den gehen? 45, das wäre halt schon geisteskrank, wenn wir den machen. Ich will es nochmal probieren tatsächlich. Das wäre tatsächlich wahnsinnig schnell. Wir ziehen ihm auch tatsächlich nur so wenig Leben ab. Aber der ist... Wenn das jetzt so weitergeht, dann... könnten wir den ja sogar vielleicht sogar tatsächlich machen. Das war schon mal sehr schlecht. Da nehmen wir zwischendurch nochmal die Schildkröte mit. Die wieder 100% leben. Ah, das ist sehr schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Weicht die auch noch aus, die blöde Robbe, Mann. Hier, dann halt du Mahi-Hahi, komm her. Ich brauch Leben. Pottwal ist zu krass. So, dann ausweichen und angreifen. Und jalla, rein da. Ah, der ist halt schon wirklich übertrieben stark. Kommt er wieder und dann wieder angreifen, wenn er verwundbar ist. Schnell weg. Also wir haben ihn gleich zur Hälfte. Und ganz schnell weg wieder. Da kommt er wieder. Und dann wieder angreifen, wenn er verwundbar ist. Das ist schon wirklich hier gerade ein mehr oder weniger fast schon ein bisschen Krampf. Wir wieder ein bisschen in die Tiefe. Nicht am Wasser kämpfen, da sehe ich mich nicht. Kommt er wieder und dann wieder angreifen. Und weg. Wir haben ihn gleich. Wir könnten es wirklich schaffen. Wir könnten es schaffen, einen Pottwal zu killen. Ein paar Angriffe noch. Und der gehört uns. Ein oder zwei noch. Kommt wieder, ausweichen und angreifen. Das ist wirklich nice. Ich glaube, wir haben gerade plus 1000 oder so gekriegt. Das war auf jeden Fall. Also, wenn wir jetzt nicht der Chef der Meere sind, dann weiß ich auch nicht. Thank you.
Ja, was seine Schwanzflosse abgebissen. Na komm her. Weg damit. Sie werden häufig mit dem Schwertfisch verwechselt. Aber das dachte ich nämlich auch. Besitzt einen runden und spitzen Säbel und keinen flachen und stumpfen. Jetzt mal dick eins auf die Fresse haben. So, dann würde ich sagen, holen wir uns das hier nochmal schnell. Fahren hier nochmal kurz. Holen das noch ein Pottwal. Das ist noch ein Pottwal. Sollen wir uns nochmal mit dem anlegen zum Abschluss der Folge? Sollen wir es probieren? Let's go. Wir probieren es. Wir legen uns nochmal mit einer Pottwal an. Ja, komm. Er kommt wieder. Dann noch eine geknallt zum Schluss. Nicht gut. Er kommt wieder. Und angreifen. Er darf uns nur nicht, schlagen kann er uns von mir sogar, aber er darf uns nicht ins Maul kriegen, sonst ist es immer ziemlich RIP. Das war jetzt schon fast ein bisschen zu viel angegriffen. Er kommt wieder. Oh, das ist noch ein Hammerhai, da sehe ich mich ja jetzt überhaupt nicht. Aber hier ist leider auch schon wieder das Ende der Welt. Das war jetzt ganz schlecht gerade. Ja, schlagen kann er uns, schlagen kann er uns. Das ist nicht das Problem. Das Schlagen ist nicht das Problem. Ja, komm. Der ist gleich erledigt, der ist gleich erledigt. Na komm. Wir haben ihn tatsächlich nochmal gekriegt. Das abartig. Ist das denn zu glauben? Zweimal jetzt ein Pottwal gemacht. Das ist wirklich nicht schlecht. 6 für einen Hai ist Zeit für sich allein wichtig, um nüchterne Selbstreflexion zu betreiben. Das ist Entschuldigung, bitte. Das ist ja absolut mein Zuhause. Was machst du hier bitte? Ja, also, hä? Was soll denn das? Vor allem, er wehrt sich ja gar nicht. Das ist wunderschön hier. Leider sind Bullenhaie farbenblind. Ach, ernsthaft? Ernsthaft? Das wäre krass, wenn die wirklich. Also, wow. So, können wir das Mineralverdauung, Mineraliengesundheit durch Futter. Ja, würde ich sagen, verbessern wir auch erstmal. Können wir sogar tatsächlich nochmal verbessern. Machen wir auch, let's go. Ja, direkt unser ganzes Geld wieder ausgegeben, was wir bekommen haben, aber das ist nicht das Problem. Orca, Orca, maybe ein Orca. Oder Marco nochmal schnell. Die finde ich ja ultra nervig hier, ehrlich. Hier müssen wir die Schwanzflosse abgebissen. Dann geht's gar nicht gut. Oh, Baby, der nächste Pottwal.
Ja, by the way, ich habe ganz vergessen, wir wollten die Folge eigentlich beenden. Ich wollte eigentlich gar nicht weitermachen. In dem Fall, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet in der nächsten Folge ein, wo wir vielleicht den dritten Portwall uns holen. Aber wir wissen es nicht. Also, bis zum nächsten Mal.